Die größte Herausforderung bei all denen ist es natürlich, die Daten richtig aufzubauen. Und damit herzlich willkommen bei Vision 11. Auf unserem Kanal helfen wir euch, aus Kunden Fans zu machen. Heute geht es um das Thema CRM-System der Zukunft. Was erwartet uns? Das CRM-System der Zukunft wird uns darin unterstützen, mit Daten und Mustern bessere Entscheidungen im Umgang mit unseren Kunden zu treffen. Es wird den Marketingverantwortlichen helfen, das Verhalten seiner Kunden und potenziellen Kunden besser zu verstehen und so zugeschnittene Inhalte auf ihn zu erstellen. Es wird dem Vertriebsmitarbeiter Vorschläge unterbreiten, was die Next Best Action mit seinen Kunden ist. Oder es wird dem Vertriebsleiter einen Blick auf die wichtigsten Opportunities geben, um zu erkennen, welche die Deals sind, die er am höchstwahrscheinlichen gewinnen kann, um somit seine Vertriebsmannschaft darauf zu setzen und seinen Vertrieb effizienter aufzustellen. Für die meisten Unternehmen ist das auch keine Zukunft mehr. Sie beschäftigen sich bereits heute mit diesen Fragestellungen. Die größte Herausforderung bei all denen ist es natürlich, die Daten richtig aufzubauen. Hier gibt es im Moment, wie wir das beobachten, einen großen Unterschied zwischen Unternehmen. Unternehmen, die seit längerem schon CRM im Einsatz haben, seit vielen Jahren, beschäftigen sich damit, ihre Systeme zu optimieren, vielleicht auch neue CRM-Lösungen einzuführen, ihre Daten zu optimieren. Andere Unternehmen, meistens im Mittelstand, haben zum Teil auch noch gar kein CRM und da drückt der Schuh noch ganz woanders. Die Chance für die ist es natürlich jetzt, die Daten von Anfang an bei der Einführung richtig aufzubauen. Um dieses Thema perfekt zu verlängern, schlagen wir das hier eingeblendete Video vor. Direkt einschalten und wir sehen uns dort wieder.